Hallo und herzlich willkommen. Weitere Folge des Landwirtschaftssimulators auf der Unfrieschen Marsch. Aktuelle Kartenversion 5.0, glaube ich. Ist es schon? Genau, wir sind gerade hier eben kurz das Vorgewände am Wegsammeln. Dass der Big M Platz hat. Wir müssen zwar gleich noch einmal kommen. Ach, der fährt noch eine Runde, so wie es aussieht. Fährt der 4 oder 3? Ich weiß es gar nicht so genau. Oder einfach nur die Ecke kacke, das kann natürlich. Ne, eigentlich 3 Runden, glaube ich. Ist ja auch egal. Wir müssen ja sowieso die erste Schwung, hätte ich jetzt gesagt, schon mal wegsammeln. Genau, für mich ist immer noch die. Heute ist Mittwoch. Für mich ist immer noch Mittwoch. Ich war ja beim Ersatzteillehrer beim deutschen Landmaschinenhersteller und habe da ja alles Mögliche gehabt. Von neuen Ersatzteilen über Kategorien und Produkte und ja, auch Zahlen gehören dazu. Was gibt's nicht und hier und da und was ist schön und was man halt bei so einer Veranstaltung man halt hat. Genau. Citybus kommt heute Abend auch wieder. Bisher, aktuell Aufnahmetag, 25.01. abends, ist noch kein Update verfügbar. Das werde ich aber auch in der Citybus-Folge noch sagen. Ich hoffe ja, dass wir da vielleicht noch was kriegen können. Aber ich, so langsam hoffe ich es mal, dass wir auf jeden Fall was kriegen. Weil ich habe so langsam echt Bock, so ein bisschen mehr als aktuell zu haben. Kann natürlich sein, dass sie sich jetzt einen Monat oder anderthalb Monate Zeit lassen und dann von einem auf den anderen Tag so ein dickes Update bringen, was das halbe Spiel wieder umstellt oder anders macht. Oder die wollen jetzt, sage ich mal, einmal richtig aufräumen. Ah, ich habe die Rampen ausgefahren. Das ist natürlich auch cool. Was war das? X? Ja, X war es. Deswegen kann natürlich gut sein, dass dann dass dann jetzt schon was gab, aber ich werde jetzt auch die kommenden Folgen erstmal abwarten, beziehungsweise heute Abend gibt es noch eine, oder gibt es eine, ganz klar, morgen gibt es auch wieder eine, die wird aber dann wieder ein bisschen voraufgenommen sein, weil man das halt sonst nicht schafft, ich zumindest nicht. Darf man nicht vergessen, dann ist ja auch, natürlich, wenn du mal grob überlegst, sind die Aufnahmezeiten für jeden Abend, sag ich mal, wäre so eine halbe Stunde, das ist zwar nicht viel, aber im Endeffekt, wenn man das dann mal so umrechnet, jeden Abend eine halbe Stunde, ist dann aber auch keine halbe Stunde, das ist ja nur die reine Aufnahmezeit. Du machst dann ja noch mehr, muss man ja dann sagen. Dann musst das Spiel starten, du musst dann gegebenenfalls bei LS noch die ganzen Fahrzeuge wieder einrichten, dass die wieder fahren und hier und da und dort. Das ist dann jedes Mal immer so ein Prospekt oder beziehungsweise so ein Akt. Dann, da bist du dann auch schnell eine Dreiviertelstunde weiter, hätte ich jetzt gesagt. Ohne, dass du effektiv irgendwas getan hast. So, wir müssen natürlich jetzt mal kurz gucken. Ich denke mal, dass es zu einer Biogasanlage geht. 45, Tierbedarfshandel. Trisch ist das, wie gesagt, abends nicht viel. Eine halbe Stunde ist, die olle Wichse immer. Komm, klapp aus. So, zeig mir mal deinen Kurs. Wo musst du wieder einsetzen? Da einfach, okay. Einmal hier rumgewurstelt. Oh, aber too weit. Wie gesagt, um da nochmal drauf zurückzukommen, jeden Abend eine halbe Stunde ist nicht viel. Aber du musst dann halt die vorbereiten, die Vorbereitung, die killen dich dann halt dabei immer. Weil Spiel starten, in diesem Fall jetzt auf dem, also Spiel starten, auf dem Server Jam, alles vorbereiten, Aufnahmeordner hier, da, was man halt immer so macht. Und so. Da ist dann schnell. Da ist dann schnell für eine Folge dann jeden Abend. Machen wir denn da? Haben wir den doch. Fährt wieder zurück. Ne, der fährt echt noch eine Runde. Der fährt 4 Runden. Na dann. Dann ist halt auf jeden Fall unheimlich viel.
dann ist nicht eine halbe Stunde, dann ist vielleicht, dann hast du vielleicht auch noch verschiedene Projekte. Wenn ich jetzt verschiedene LS-Projekte habe, müsste ich Mod-Ordner wechseln, also LS schließen, raus, dann Mod-Ordner tauschen und wieder rein und ach nee, das war alles Kacke. Jetzt in anderen Spielen, dann geht's ja noch. LS jetzt mit der Server-Version, beziehungsweise es liegt ja alles auf dem Server, das ist alles schon angenehmer, weil die Ladezeiten halt doch kürzer sind. Du merkst aber schon, wenn du dann erstmal irgendwo in irgendeinen Bereich gehst, dann ruckelt das noch leicht, ist die Performance noch nicht hundertprozentig da und hier und da und dort. Was es dann, ich will es jetzt nicht sagen, unbedingt verschlechtert, aber da fehlt halt noch so ein Tropfen, hätte ich gesagt. Und das ist halt dann in der normalen Singleplayer nicht der Fall. Da hast du das Spiel sofort, nachdem es lädt, zwar bei mir dann immer ein bisschen länger, aber es ist dann halt voll da. Hier bist du schneller und dann kannst du schon mal ein bisschen rumlaufen, bis das dann alles nachsynchronisiert hat und so weiter. Vergehen dann nochmal 1, 2, 3 Minuten, hätte ich gesagt. Und so, naja. Jeder muss halt wissen, wer das machen möchte. Und wie gesagt, bei mir passt das eigentlich ganz gut, dass ich gucke meistens abends immer mal hier eine halbe Stunde, hier eine Stunde oder da eine Dreiviertelstunde oder wie gesagt, meistens immer so um die Stunde. Wenn ich jetzt 5 Folgen brauche, dann nehme ich jetzt nicht nur eine Stunde auf und mache am nächsten Tag die eine Folge mehr, sondern mache die abends dann halt meistens mit. City Bus kommt aktuell immer so ein bisschen drauf an. Ich gucke, wenn ich jetzt weiß, wir erwarten bald ein Update, weil halt jetzt schon eine ganze Zeit lang vergangen ist, bis was war. Deswegen will ich jetzt gucken, dass ich das relativ aktuell halte. Deswegen warte ich da meistens immer. Diese Woche ist das natürlich ganz praktisch, dass ich das Donnerstag nochmal einen Sprung aufnehme. Dann ist zumindest die Folge für den Freitag ist relativ aktuell. Die Sonntagsfolge nicht. Und wenn dann Freitag kein Update kam, dann kann ich am Wochenende aufnehmen für darauf die Woche und dann ist das halt eine Woche wieder außerhalb, aber. Wer kauft was? Saatgut? Nee. Ah, Mineraldünger, der New Holland. Okay. Guck mal, der ist auch fertig. So sieht es zumindest aus. Und es sieht sogar richtig gut aus. Was hat der 49.000 Euro sonstiges gekostet? Ach, da wird einer übel. Naja. Wird blockiert. Varius am Ende und der Dings wird blockiert. Ja, wir haben jetzt gerade den Schwung am Fan drauf. Den würde ich zumindest bis zum Tierbedarf sondern mal mitnutzen. Dann mal gucken, was uns so erwartet. Ja, sonst Lehrgang war jetzt entspannt. Ich bin zwar gefahren jeden Tag, es ist eine gute Stunde hin und eine gute Stunde zurück. Das ist alles noch verkraftbar, muss man ja sagen, wie es ist. Ich bin morgens auch zeitig los, dass ich vor dem Berufsverkehr fahre. Also ich muss sagen, Dienstag war ich gut, da war ich 20 Minuten früher da und heute war ich über eine Dreiviertelstunde früher da. Also heute Morgen lief das besser, hätte ich gesagt. Also noch besser als sowieso schon. Und ich bin auch über der Autobahn 150 geflogen. Also ich konnte mich jetzt nicht beschweren, hätte ich gesagt. Also meiner Meinung nach war das alles top von der Geschwindigkeit her. Aber heute Morgen ging das irgendwie noch mal ein Stückchen besser als sonst. Naja. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Naja. Oder man hätte einfach Startpunkt hier. Oder ist auch egal. Wir werden jetzt ja hier noch nicht so oft Einzelkunden sehen müssen. Hoffe ich. Damit aber weiter. Ich bin jetzt gerade stehen geblieben, ich habe den Faden verloren. Ach ja, genau. Wie gesagt, ich bin gefahren, das lief auch sehr gut. Ich sage, ich habe auch ein Auto aus von der Hauptfiliale. Also nicht mein eigenes oder
Bruder 1 aus unserer Filiale, sondern als Hauptfiliale ein Verkäuferauto. Habe ich mit. Ein VW Passat mit Automatik. Muss ich ja sagen, ist immer wieder was Unterschiedliches. Oh. Mein Gott, in Arsch. Hier, so, da will ich hin. Ich bin jetzt, also ich bin ja so kein Automatikfahrer. Alle Autos, die wir so haben, sind alle Schaltwagen. Aber Automatik kann man sich auch wohl gewöhnen, muss man ja sagen. Nur was man halt nicht braucht, ist ein linkes Bein. So, das ist eigentlich die ganze Zeit über. Da muss ich jetzt sagen, ich habe das Auto auch noch bei mir stehen. Das brauche ich jetzt Freitag noch. Freitag muss ich nochmal in die Niederlande für einen Tag. Deswegen habe ich das aktuell noch. Ich habe rausgetappt. Ich habe rausgetappt. Wieder reintappen. Wird blockiert. Big M. Wahrscheinlich von irgendeinem Ballen. Deswegen aktuell habe ich das auch noch da. Morgen fahre ich damit zur Arbeit. Ich bin morgen ganz normal arbeiten. Den ganzen Rödel aufholen, der jetzt 3 Tage liegen geblieben ist. Das ist auch genug Arbeit morgen, denke ich. Und dann muss ich morgen irgendwie auch noch Wochenbestellung für die kommende Woche machen. Mal schauen, das muss ich mir morgen noch irgendwo unterkriegen. Wird blockiert, an der Beginn. Das muss ich morgen von irgendwo unterkriegen, sonst kriege ich nächste Woche gar nichts. Ich muss aber eigentlich erst gucken, dass ich alles zugebucht kriege und aufgeschrieben kriege, was letzte Woche so war. Denn ist nicht, dass ich Sachen doppelt bestelle. Das wäre ärgerlich. Also ist jetzt kein Weltuntergang. Aber halt hat man halt mal so ein paar Teile im Lager, die halt, weiß nicht, ein paar tausend Euro kosten. Als Beispiel, die kosten dann, weiß nicht, 3000 Euro oder so, hat man immer mal so ein Teil. Oder, weiß nicht, einfach nur so ein paar Schalter oder so. Da bist du ja auch schnell 100 Euro los. Und dann ist halt so, ja, dann hast du vielleicht jetzt, machst du jetzt erst die Wochenbestellung, da fehlen dir welche. Dann bestellst du, komm, bestellst noch 2 nach. Einfach mal so, just for the lulz. Bestellst einfach 2 Stück nach, um deinen Bestand wieder aufzufrischen. Hast aber jetzt noch 2 irgendwo liegen, wo du die Rechnung oder wo du den Lieferschein noch nicht zugebucht hast. Naja. Das ist dann so. Und damit beschäftigt man sich halt so einen ganzen Tag dann. Und auch ein großer Kollegen wird wahrscheinlich dann Freitag bei der Veranstaltung in den Niederlanden sowieso dabei sein, wenn ich dann überhaupt nächste Woche überhaupt irgendwas bekomme. Aber eigentlich muss ich immer sagen, ich bin der Letzte in der Reihe. Oder wo unser Ersatzteil-Express langfährt. Aber ich muss echt sagen, im Gegensatz zu allen anderen Filialen habe ich meine Sachen eigentlich immer dabei, egal wie spät ich sie abgebe. Natürlich, wenn ich die Montagabend um 16 Uhr abgebe, dann ist die Dienstagmorgen nicht dabei. So. Das ist dann auch ein bisschen zu kurzfristig. Aber wenn ich meine bis Freitagnachmittag abgegeben habe oder so, oder Freitagabend, dann ist das eigentlich nie ein Problem bei denen. Das finde ich eigentlich immer ganz check. Da kann man sich dann auch mal ganz gut drauf verlassen. Da weiß man auf jeden Fall auch, was kommt. Und wir haben auch noch, was ich heute im Zufall noch gesehen habe, wir noch irgendwelche Reifen nach Rumänien oder so wieder. 4 Stück, die werden, ich weiß nicht, ob die abgeholt werden von irgendeinem LKW. Aber es ist halt ja so, Rumänien, da kennt ja auch gefühlt irgendwie jeder jeden. Und jeder LKW-Fahrer kennt sowieso jeden. So, und dann stehst du da und machst und tust und dann kommt so ein LKW-Fahrer, der will dann wieder irgendeinen Rödel aufladen. Genau, wir hatten jetzt auch letzte Woche einen, der hat dann auch einen Haufen Kram wieder mitgenommen und so. Die kommen dann vorbei, rödeln den ganzen LKW voll und dann fahren die voll wieder zurück, wenn die keine Rücktour haben oder so. Dann kann sein, dass du jetzt nicht diese Woche dabei bist oder nächste Woche oder so, dann kann das sich halt auch mal innerhalb kurzfristiger Zeit ändern und so. Das ist halt immer Wahnsinn. Nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Ach, Scheiße. Ich hasse das. Das ist wirklich.
Jetzt haben wir noch wieder schick. Ja, das ist dann immer so das Leid. Aber wir sind schon wieder durch. Mein Gott, rennt die Zeit. Ich werde jetzt noch eine Folge Citybus machen für Freitag, um halt, weil ich Freitag nicht da bin. Das heißt, ich kann dann euch keine aktuelle Folge präsentieren. Deswegen nehme ich das jetzt. Komm, diese eine olle Kackballen da. Ja, geht doch. Mein Gott. Den will ich da auch noch eben haben. Das ist doch kein Problem. Gut. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir hören uns dann kommende Woche wieder. Weitere Folge Less. Bis dann. Tschüss.